Willkommen zu unserer heutigen Lunchtime-Lecture. Mein Name ist Stefan Moritz. Ich bin der Gastgeber heute sozusagen, habe unseren Gast Marco Dessi eingeladen. Hallo. Er über alle, die sich zugeschaltet haben. Marco Dessi, also ich bin selbst Produktdesigner und leite den Studiengang Design, Handwerk und materielle Kultur. Aber heute geht es um unseren Gast Marco Dessi, der 1976 im Iran geboren wurde, der in Wien lebt und arbeitet und auch hier studiert hat an der Universität für angewandte Kunst. Seit der Gründung seines eigenen Studios 2007 arbeitet er mit unterschiedlichen renommierten österreichischen und internationalen Herstellern wie zum Beispiel Tonnet zusammen. Darüber wird er in seinem Vortrag auch noch berichten. In seiner Lecture wird anhand von Beispielen aus seinem Büro die Entwicklung von der Idee zum Produkt beschreiben. Das Atelier von Marco Dessi ist keinem bestimmten Ziel, bevorzugten Material oder einheitlichen Formel verpflichtet, sondern betrachtet das Entwerfen als ein Handwerk, das sich durch ein tiefes Verständnis von Materialien, Prozessen und deren Verbindung auszeichnet. Für mich vertritt Marco Dessi auch den Typus des sozusagen klassischen Produktindustrie, vielleicht auch Autorendesigners, der mit großer Sensibilität und Feinfühligkeit sowie technischen und gestalterischen Können die Produktwelt bereichert, um Möbel, Accessoires und neue Facetten. Ich darf heute mit ihm auch den ganzen Tag zusammen mit unseren Diplomanten verbringen, die er auch sozusagen von 9 Uhr bis 18 Uhr in den Diplom-Coachings betreut. Also ein dichter Tag für den Marco, und ich übergebe jetzt an Marco Dessi für seine Lecture. Im Nachhinein, Entschuldigung, das habe ich vergessen, wenn Fragen auftauchen, bitte ich diese in den Chat zu schreiben. Da findet man unten in dem Stream die Möglichkeit dazu. Wir werden die Fragen dann nachher vorlesen und Marco werde ich bitten, darauf zu antworten. Aus rechtlichen Gründen muss ich auch noch oder darf ich darauf hinweisen, dass diese Lecture aufgezeichnet wird und auch als Video demnächst auf der NDU-Website online gestellt werden sollen. Gut, jetzt übergebe ich für 30 bis 40 Minuten an Marco Dessi für seine Lecture, und Marco, bitte, du kannst starten. Ja, hallo. Hallo Stefan, hallo an die, die jetzt gerade dabei sind. Es ist natürlich eine ganz neue Situation, über die eigene Arbeit zu sprechen und währenddessen in einem Bildschirm oder nicht euch ansehen zu können, aber das werden wir jetzt auch schaffen. Und vorerst mal danke Stefan für die Einladung zu dieser Lunchtime Lecture, und ich werde mal beginnen und ein bisschen über mich und meinen Werdegang zu erzählen. Ich bin Marco Dessi, und wie Stefan schon gesagt hat, leite ich mein Designbüro. Es ist zwar 2007 gegründet worden, offiziell nenne ich manchmal 2009, weil 2009 war das Jahr, wo ich dann auch meine ersten Produkte auf den Markt gebracht habe. Ich bin in Südtirol, in Meran geboren, habe dort eine Zahntechnikerlehre absolviert. Bin nach der Zahntechnikerlehre, die vielleicht ein paar von euch wissen, eigentlich ein sehr technischer Beruf ist, in dem man viel Materialkunde und ein gewisses handwerkliches Geschick mitbringen muss. Ich bin nach dieser Ausbildung nach Wien und habe in Wien begonnen, mich umzusehen, was ich machen könnte, habe hier dann für Architekturbüros Architekturmodelle gebaut. Und somit bin ich in Kontakt mit Architekten, dann weiter mit Designern, und die haben mich dann eigentlich ermutigt, die Aufnahmeprüfung für Produktdesign an der Universität für angewandte Kunst zu machen.
die haben mich da ermutigt. Ich habe das dann gemacht und wurde dann tatsächlich auch auf Anhieb genommen und habe mich dann beim Produktdesign gefunden. Und so hat das dann alles seinen Lauf genommen. Ich habe während dem Studium an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen, die vom Rat für Formgebung in Deutschland organisiert waren. Und das waren dann Wettbewerbe, die unheimlich wichtig waren für mich, weil sie mir dann gezeigt haben oder eine Ermutigung oder eine Bestätigung waren, dass ich es auch außerhalb vom akademischen Kontext schaffen kann, sagen wir mal so. Durch diese Wettbewerbe, da kamen auch die ersten Möglichkeiten auf, im Rahmen von Möbelmessen auszustellen. Und dann kamen die ersten Kontakte zur Möbelindustrie. Und das war insofern wichtig für mich, weil durch diesen Kontakt zu diesem Aspekt von Produktdesign hat es mich dann auch in diese Möbelbranche dann auch hingeleitet. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Ich habe nach dem Studium auch bei der Firma Lobmeier, den Glashersteller und Glasverleger, um das korrekt zu betiteln, gearbeitet und habe dort einiges an Erfahrung auch sammeln können, eben im Glasbereich. Und das war auch der Grund, warum meine erste Arbeit, die in Serie oder meine erste produzierte Arbeit eigentlich ein Trinkservice für die Firma Lohmeier war. Und ja, mein erstes Produkt an der Möbelmesse war 2009 ein Stuhl, ein Holzstuhl, ein Prater. Nennt sich der Prater Chair für die Firma Richard Lampert in Stuttgart. Und das war eigentlich eine super Erfahrung und somit bin ich dann eigentlich auch in der Branche geblieben und habe auch meine Kontakte in der Branche gemacht und bin nach wie vor auch hauptsächlich in der Möbelbranche und Tableware eigentlich tätig. Das sind so meine Kernkompetenz. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Projekt. Ich habe den Vortrag Klemme, Seil und Buchholz genannt, weil es drei eins ist ein Halbfabrikat, eins ist ein Seil und das Buchholz, die sind drei bisschen abstraktere Titel für den Vortrag und trotzdem haben sie sehr viel gemeinsam. Wir fangen mal mit Buchholz an. Letztes Jahr oder besser gesagt vor 2,5 Jahren kam ich auf der Möbelmesse mit der Firma Tonet aus Frankenberg ins Gespräch und die mich beauftragt haben, einen Polsterstuhl zu entwerfen. Dazu muss man sagen, die Firma Tonet ist ein Traditionsunternehmen, das zweimal eigentlich die Möbelbranche bzw. den Stuhl revolutioniert hat. Einmal mit der Entwicklung des Buchholzes und die Möglichkeiten, die daraus entstanden sind, ein zerlegbares, das sogenannte Baukastensystem haben die eingebracht und dadurch so quasi den ersten industrialisierten Stuhl gezeigt. Das zweite Mal immer wieder mit einer technologischen Innovation, das Biegen von Stahlrohr, haben sie auch den Freischwinger, also auch gleich eine neue Typologie in Serie produzieren können. Wie ihr euch vorstellen könnt, für so ein traditionsreiches Unternehmen einen Stuhl zu entwerfen, war keine leichte Aufgabe, vor allem, weil es
kann nicht ein Stuhl sein, also nicht ein Stuhl, der quasi austauschbar ist für verschiedene Hersteller, sondern es muss diesen unverkennbaren Tonet-Aspekt haben. Also dieses DNA von Tonet, der muss auf den ersten Blick als Tonet erkennbar sein. Hier sehen wir das Ergebnis davon. Wir sehen hier, dass da ein Buchholzelement ist und ein gepölsterter Teil ist. Der Stuhl wurde im Januar 2020, also erst jetzt, in Köln auf der Messe gezeigt. Und ich zeige euch jetzt anhand von ein paar Bildern, wie wir begonnen haben. Wir haben begonnen, die Klassiker zu studieren von Tonet, die Buchholz-Klassiker. Wir haben das gemacht, einerseits, um eigentlich ihr DNA zu verstehen, aber auch, um anhand von diesen Klassikern eine Formensprache zu entwickeln, die auch unverkennbar Tonet sein kann. Also diese Formensprache, die aus der Limitation dieses Buchholzes entsteht, sollte uns auch so ein bisschen eingrooven, wie wir eigentlich diesen Stuhl auch formal gestalten möchten. Uns ist dabei dann auch der 209er. Das ist ein absoluter Klassiker, der auch unter anderem der Lieblingsstuhl von Corbusier war. Der hat uns besonders gefallen. Und wir haben irgendwann einmal, als wir diesen Stuhl zerlegt haben, analysiert haben, ist uns aufgefallen, was würde passieren, wenn wir diesen hinteren Bügel, der eigentlich das Tonet formale, konstruktive Element schlechthin ist, dieser Rückenbügel und der Sitzring, was würde passieren, wenn wir diesen, seht ihr eigentlich den Kursor auf dem PDF? Okay. Ich sehe ihn. Okay. Was würde passieren, wenn wir mit diesem Bügel runterrutschen und diese Freifläche, die hier entsteht, mit einem Polster füllen, beziehungsweise statt diesem Buchholzelement eine Sperrholzschale einsetzen, die eigentlich die ganzen Kräfte, die auf dieses Hinterbein, auf diesen Bügel einwirken, aufgreifen und uns auch den nötigen Komfort, den man sich von einem gepolsterten Stuhl erwartet, auch erfüllt. Und das war eigentlich dann der zündende Moment oder die Idee, mit der wir dann auch Tonet begeistern konnten, weil sie da auch gesehen haben, egal wie wir uns jetzt formal weiterentwickeln werden, wird es dieses unverkennbare Tonet-Element haben. Und dieses Element hat erstmal hat es diesen unverkennbaren Effekt, also diesen unverkennbaren Tonet-Erkennungsfaktor. Zweitens sind solche Stühle auch immer schwer, also vom Gewicht her, vom Handling her. Dadurch wurde es auch zu einer Art Griffmulde, wie man diese Stühle in der Gastronomie auch sehr effizient transportieren kann, greifen kann. Und auch diese Transparenz, die so typisch Tonet ist, war uns ganz wichtig und die haben wir da jetzt auch einbringen können. Weil der 14er und der 209er Stuhl hat gerade bei Gruppenbestuhlungen den Vorteil, dass er auch den Raum zwar definiert, aber nicht komplett abschottet. Das heißt, diese Öffnung lässt den Raum auch atmen und es schirmt auch den Benutzer auch nach hinten nicht komplett ab. Und um zu diesem formalen Ergebnis zu kommen, sind wir dadurch eine ganze Reihe an Modellen und Funktionsmodellen und Prototypen gegangen. Und hier sieht man, das waren noch erste Modelle, da sieht man noch die runde Sitzfläche, wo wir auch nicht nur den Rückenbügel beibehalten wollten, sondern auch ziemlich sicher waren, dass die Sitzfläche rund sein muss, wie auf den meisten Klassikern von Tonet. Das Problem war, dass eine runde Sitzfläche
zwar unverkennbar Tonet ist, aber auch irgendwo ein bisschen diesen antiken Flair hatte im Zusammenhang mit dem Bügel. Und eine runde Sitzfläche ist auch vom Komfort ein bisschen eine eigenwillige Geschichte, dass sie sehr groß sein muss, um diese gewisse Sitztiefe auch zu erreichen. Das ist dann irgendwie im Gastronomiebereich und sobald eine größere Bestuhlung ist es nicht immer vom Vorteil. Natürlich sollte er aber auch großzügig gestaltet sein, dass er auch einen Komfort bietet. Die Dimension von Stühlen ist eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt beim Entwerfen. Und zwar, es gibt den europäischen Markt, den amerikanischen Markt und auch den japanischen Markt. Gerade bei Holzstühlen sind die Japaner sehr, sehr weit vorne. Und viele Stühle, die sind für den amerikanischen Markt zu klein, für den japanischen Markt zu groß. Das ist eigentlich ist immer ein Thema, vor allem der amerikanische Markt. Hier sehen wir ein Modell, wo dieser typische Sitzring gut erkennbar ist. Hinten sehen wir Papp-Modelle, Schalen, die wir bei uns im Büro über eine Form mit mehreren Kartonen und Holzleim geschichtet haben, um möglichst nah am effektiven Endresultat zu sein. Im Prinzip wird eine Sperrholzschale auch aus vielen dünnen Furnierschichten in Form verleimt und das kann man eigentlich sehr gut in einer eigenen Werkstatt über eine einfache Tonne und mit verschiedenen Layers an Karton und Holzleim erreichen. Die Rücken, diese Bügel, die haben wir teilweise CNC gefräst, also man sieht diesen Schaumteil, diesen gräulichen, bläulichen und den haben wir dann verlängert mit, verdübelt mit einem Holzstab, um auch diesen Bügel irgendwo darstellen zu können und auch die Daten vom Rechner einfach am 1:1 Modell abzuprüfen. Also das Modellbau ist fürs Produktdesign, finde ich, essentiell. Die Daten, auch wenn sehr viel am Rechner passiert und auch sehr viel 3D dargestellt werden kann und visualisiert werden kann, man wundert sich immer wieder, wie sehr der Effekt der reellen Daten, also die prototypisierten Daten, sich dann vom virtuellen Modell dann doch unterscheiden, sei es in Effekt, sei es von Maße, die man angenommen hat, die würden funktionieren, funktionieren auf einmal nicht. Und gerade in der Möbelbranche, aber wahrscheinlich betrifft es auch andere Sparten des Produktdesigns, je größer das Möbel wird, das Objekt wird, desto schwieriger ist es auch dann ein Gefühl zu bekommen am Rechner. Und deswegen, wie gesagt, das Abprüfen von 1:1 Daten, Modellbau und auch am Modell entstehen ganz viele Lösungen. Das wird immer wieder unterschätzt und auch zum Teil auch aus Faulheit oft nicht nachgegangen. Hier sehen wir, da sind wir im Tonetwerk. Hier haben sie eine Stahlform angefertigt und schon den ersten, das prüfen sie gerade mit einem Teil von meinem Modell ab. Später haben sie dann in diese Form einen gedämpften Buchenstab. Da sieht man, da braucht es 4 Leute vorerst dazu, später dann nur mehr 2. Also das Biegen von diesen Buchholzstäben ist nach wie vor eine anstrengende Angelegenheit. Uns war es aber ganz wichtig, dass wir ein Buchholzelement im Entwurf einbauen, das aber auch
einen unverkennbaren eine zeitgenössische Berechtigung hat. Obwohl dieses Verfahren 200 Jahre alt ist, hat es unserer Meinung nach immer noch eine Berechtigung, vor allem wenn man sieht, erstens, was es für eine Qualität hat, auch für den Wohnraum, aber auch wie stabil zum Teil sehr, sehr alte Tonnetstühle sind. Also es sind wirklich 150 Jahre, 100 Jahre, 50 Jahre alte Tonnetstühle im Umlauf und die werden immer noch, sind voll im Einsatz. Das ist schon auch eine schöne Art von, kann man schon von Nachhaltigkeit reden. Zu Tonet kann man noch sagen, es gibt Gebrüder Tonet Wien, die sind eigentlich mittlerweile in Italien. Produzieren auch Buchholzklassiker. Was dort interessant ist, dass die Firmenphilosophie sich dafür entschieden hat, dass die Firma in Richtung Nostalgie, also viele Buchholzhersteller oder Gebrüder Tonet, die sich dafür entschieden haben, Produkte zu entwickeln, die auf eine, mit einem Nostalgiefaktor zu funktionieren. Das funktioniert für Tonet nicht. Und das war auch ganz eine klare Anforderung an unser Ergebnis. Der Stuhl sollte definitiv modern und zeitgenössisch wirken, sollte für einen privaten Gebrauch wie für einen halb öffentlichen und öffentlichen Gebrauch funktionieren. Ich glaube, es ist uns dann ganz gut gelungen, eben Tradition und trotzdem auch Herkunft vom Unternehmen, aber auch die Zukunft zu zeigen. Man muss dazu sagen, das ist der erste Polsterstuhl bei Tonet, der ein Buchholzelement verwendet, glaube ich, seit sehr vielen Jahren. Dementsprechend war auch der Volksdruck sehr hoch und wir hatten eine Entwicklungsdauer von fast 3 Jahren. Vor allem, dass das Konzept auch mit und ohne Armlehne funktioniert. Da abschließend zeige ich euch den Messestand, der im Jänner in Köln gezeigt wurde. Und hier vorne sehen wir meinen Entwurf, der nennt sich 520er, Stuhl Nummer 520. Und nach 3 Jahren Entwicklung den Stuhl auf der Messe präsentieren zu können, war wirklich ein schönes Erlebnis. Und er wurde auch sehr gut angenommen von Presse und Fachpublikum. Und die Tonne produziert zum Teil. Hat sie Zulieferer in Polen und in Italien. Und durch der Pandemie jetzt haben sie sich entschlossen, die erste Charge in Frankenberg zu produzieren, was ich eigentlich auch ganz schön finde. So, das nächste Projekt hat ganz einen anderen Ansatz. Das ist eine Hängeleuchte. Die hängt an einem Kletterseil. Am Ende vom Kletterseil ist ein Gewicht. Die funktioniert, das ist eine stufenlos verstellbare Lampe. Und diese Leuchte ist als inszeniertes Projekt im Studio begonnen. Das zeigt dann, ich habe dieses Projekt gewählt, weil es eben ohne Briefing entstanden ist, sondern zeigt auch, dass auch wenn wir als Büro für Hersteller arbeiten, wir immer Projekte im Büro verfolgen, die aus einer reinen Neugierde entstehen und die dann später aber manchmal
den Weg auch zum Serienprodukt finden. Das heißt, wir arbeiten nicht nur mit Briefings, sondern was mich sehr freut und was mir sehr wichtig ist, ist, dass um auch diesen ganzen Design-Diskurs lebendig zu halten, ist es wichtig, die Augen offen zu halten, neugierig sein, zweckentfremden, dekontextualisieren von Bekannten und so weiter. In dem Fall ist das Projekt losgegangen mit einer, das ist eine Seilklemme, eigentlich eine Tauklemme. Eine Tauklemme, wie wir sie auf Segelbooten finden. Da spielen mehr Dinge, die mich dann neugierig gemacht haben. Ich finde ein Seil, dieses geflochtene Seil an sich schon ein sehr schönes Halbfabrikat. Und diese Klemmen, um das Segel zu spannen oder sobald ein Zug drauf kommt, sich mit einem einfachen mechanischen Verfahren dieses Seil in dieser Klemme wirkt, wie wir da sehen. Das hat mich fasziniert und ich habe mir überlegt, was könnte man draus machen. Und daraus entstand die Idee, dass wenn diese Klemme funktioniert, weil Wind in ein Segel bläst und dadurch ein Zug auf dieses Seil kommt, könnte man diesen Zug auf das Seil mit einem Gewicht ersetzen und dadurch quasi wie Achille Castiglioni mit der Parenthesi gelöst hat, mit ähnlichen, auf einem ähnlichen Typologie, aber mit anderen Mitteln eine Lampe zu gestalten. Hier sehen wir nochmal das Seil und diese Klemme. Und dann haben wir begonnen mit Aluminiumrohr und Kartonrohr und eine überdimensionierte Klemme und da muss mal herangetastet, ob dieses Konzept funktionieren kann und wie viel Reibung braucht es, wie viel Gewicht braucht es, soll diese Lampe verstellbar sein oder ist es in dem Fall egal, weil das Konzept wird stärker transportiert, wenn sie nicht drehbar ist. Hier eine Detailaufnahme. Hier sehen wir, wie die Lampe aufgebaut ist. Die Lampe besteht hauptsächlich aus Halbfabrikaten aus der Industrie, also hier ein Aluminiumrohr, ein gepulvertes. Hier die Klemme. Und schön finde ich, ich sage wir, weil ich die Lampen immer mit einem Lampentechniker hier in Wien entwickle. Deswegen tendiere ich immer wir zu sagen. Das ist der Jakob Uhl. Wir haben hier, wichtig war uns, wie wir diesen Kabel führen. Der sollte nicht einfach aus der Lampe rausfallen. Dafür skippe ich nochmal schnell aufs erste Bild. Hier sehen wir, dieser Kabel sollte schön geführt werden an der Lampe vorbei und nicht einfach hier so rausplumpsen. Und in dieser Führung haben wir zwei Probleme gelöst. Einmal ist diese Gummilippe hier in Distanz und als Distanzpuffer zwischen der Klemme und dem Rohr. Und zweitens führt es schön den Kabel. Und diese Lippe ist eine Meterware aus der Automobilindustrie. Mit dieser Lippe werden LKW-Türen und Autotüren, das ist eine Dichtungslippe. Das war, glaube ich, sicher das Detail, wo wir am meisten recherchiert haben und am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Hier sehen wir die Lampe in den Einzelteilen. Hier war ich ganz fasziniert, dass das so zerlegbar ist, dass es fast wie so ein Tool wirkt, eigentlich wie ein, als ob man es für einen alpinen Nutzen oder maritimen Nutzen, also es ist aus dieser Klemme raus entwickelt worden und beinhaltet den ganzen Flair von einem Werkzeugcharakter. Und hier sehen wir das fertige Produkt.
Wir haben dann auch ein schönes Seil gefunden, das zum Eisklettern verwendet wird. Hier sehen wir, wie es in diese Klemme geführt wird. Hier sehen wir noch ein paar Details. Hier seht ihr die Dimension. Und jetzt werde ich versuchen, euch ein kurzes Video parallel einzuschalten, wie diese Lampe dann effektiv funktioniert. Man hebelt die raus und dadurch verliert sie den, mindert sie die Reibung und man kann die stufenlos verstellen. So, ich hoffe, ich bin jetzt wieder im Bildschirm, im Vollbildmodus. Kannst du das bestätigen, Stefan? Jawohl. Okay, gut. Jetzt sind wir bei Seil und Klemme. Ich mache weiter mit Seil, weil ich davor Lohmeyer erwähnt habe. Nach dem ersten Produkt, das ich für Lohmeyer entworfen habe, wollte ich ein Thema bei Lohmeyer mir aneignen, das sehr, sehr lange geschlummert hat in der Firma. Und zwar habe ich mich da in die Lusterabteilung gewagt. Und hier waren verschiedene, also jetzt mal kurz, das ist Basket. Der ist, glaube ich, 2013 präsentiert worden. Basket ist ein Luster, der aus Borosilikatröhren besteht und mit Seilen verflochten wurde und wie quasi so ein Hängekorb ist. Der hängt auf einer Scheibe, wo die Transformatoren drinnen sind und in der Mitte hängt so ein kleiner Aggregat mit den Lichtquellen. Normalerweise, das ist ein Bild von einer Wasseroberfläche. Normalerweise, oder so wie wir ein Luster kennen, um Licht zu brechen oder zum Reflektieren zu bringen, braucht es ein geschliffenes Glas, also eine Kante. Wir wollten aber mit Röhren arbeiten und haben, um eine gewisse Softness in diesem doch sehr kristallinen Objekt zu bringen. Und das ist ein Gebäude von Frank Lloyd Wright. Der hat hier in der Fassade Borosilikatröhren verwendet. Und wir waren total fasziniert, eben weil wir diese Oberfläche gesehen haben und dachten, okay, irgendwo ist da was möglich. Es kommt der Oberfläche nahe und hier sehen wir, es ist im Prinzip das gleiche Prinzip. So, wir haben dann begonnen, man muss auch noch dazu sagen, der luxuriöse Luster wird immer mit diesem Sparkling-Effekt, das ist der klassische Marie-Antoinette-Luster mit diesem Swarovski-Kristallbehang, da flimmert und glitzert das ganze Ding. Luster, die mit Borosilikatröhren funktionieren, da wird Borosilikat eigentlich immer als Arm, ein Glasarm verwendet. Und in diesem Rohr läuft dann die Verkabelung. Also in dem Fall hat eigentlich dieser Arm, dieses Glasrohr eigentlich nie einen eine reflektierende Aufgabe für die Lichtquelle. Und um die zum Sparkeln zu bringen, dachten wir, okay, wir machen einen Behälter, einen Korb, wie einen Bienenkorb und nur um das Licht zu brechen, brauchen wir Knicke. Dann sind wir zum Sechseck. Haben wir zum Sechseck entwickelt und als wir dann diese Röhren gestapelt haben, haben wir gemerkt, dass entstehen Zwischenräume und da waren wir schnell beim Korb. Und um diesen Körper, eben, hier sehen wir noch eine Inspiration.
wie wir auf die Idee auch gekommen sind, dass man das hängen könnte. Wir waren am Anfang, das ist eine Öllampe, die man in Moscheen sieht. Die ist in der Sammlung auch beim Lobmeier. Das ist ein Glasbehälter mit dem Öl und an drei Stangen hängt dieses Gefäß, das eine Öllampe ist. Und das hat uns auch sehr gut gefallen. Und ursprünglich wollten wir auch dann Glasstäbe flechten zwischen diesen Hohlräumen. Aber Glas und eine starre Verbindung wie ein Glas, wie ein Metallstab, wäre fast eine Bruchstelle für dieses Objekt geworden. Und deswegen sind wir dann auf was Weiches wie auf die Seile gekommen. Und hier sieht man eine Skizze, wo, wenn man diese zwei Sechsecke verdreht, entstehen hier diese Hohlräume. Und um hier nicht was Starres wie eine Stange, die wahrscheinlich ziemlich schnell zum Bruch dieser Gläser, weil da entstehen Spannungen, wenn die alle lose, haben wir ein Seil verwendet. Und dadurch ist das ein sehr organisches, weiches Objekt geworden. Hier sieht man, wie man das Borosilikatglas an der Stelle, wo man es knicken will, erhitzt. Und hier sehen wir, wie die Seile durchgefädelt worden sind. Und so beginnt man dieses Objekt zu flechten, sage ich jetzt mal. Wir haben, das ist der unterste Ring, der Boden. Und hier werden die Seile eingefädelt und dann verdreht eben dieses Sechseck draufgestellt. Und noch eins und noch mehrere. Und so wird es immer Schritt für Schritt entsteht das Ding. Und hier sehen wir zwei Körbe. Hier sehen wir vielleicht einen Ablauf. Das ist schon ein bisschen älter her. Qualität nicht mehr die beste. Aber man sieht, wie man diesen Korb mit den Seilen flechtet und wie man dann den wieder aufhängen kann. Wie ein Hängemodell. Und zum Schluss kommt dieses Metallgestell mit dieser Helix, wo kleine Lichtquellen, Leuchtmittel draufstecken und das vervollständigt eigentlich den Entwurf. Und hier sieht man, wie diese Spirale im Korb funktioniert. Diese Helix ist insofern wichtig, weil wir ursprünglich angenommen haben, eine einzelne Lichtquelle würde reichen. Das Problem war, dass eine Lichtquelle uns den ganzen, das ist jedes Mal, wir haben diesen Effekt eines Lusters vermisst. Also dieses viele Glitzern und Glänzen, das ist immer wie quasi so wie ein Christbaum, wenn man ihn anschaltet, oder diesen Wow-Effekt. Denn ein Luster ist eben mehr als ein Beleuchtungskörper. Es braucht diesen emotionalen Wow-Effekt, wenn man ihn anschaltet. Was Feierliches verbindet man mit einem Luster. Und deswegen haben wir ein Aggregat innerhalb von diesem Korb gebraucht, der viele kleine Leuchtmittel hat, damit auch möglichst viel kleine Reflexionen entstehen. Hier sieht man eine kleine Gruppe. Ja, und das ist das letzte Bild und das war mein Vortrag. Somit bin ich bereit, auf Fragen zu beantworten, wenn es welche gibt. Und übergebe damit das Wort dem Stefan. Ja, danke, Marco. Ich applaudiere mal. Dankeschön. Weil es passieren würde an so einer Stelle. Und bedanke mich wirklich herzlich, dass du einfach, so wie wir das auch besprochen hatten vorher, einfach einmal einen Einblick gibst in das scheinbar prosaische Tun eines Designers. Ja, wie entsteht überhaupt so ein Objekt? Das ist etwas, was bei uns manchmal auch fast ein bisschen untergeht, sagen wir so. Wir beschäftigen uns mit vielen Fragen, die den Kontext des Designs betreffen. Warum machen wir überhaupt irgendetwas? Wie positionieren wir uns als Designerinnen und Designer? Aber dem zugrunde liegt dann schon irgendwo auch ein Handwerk, das man beherrschen muss, wenn man Projekte und Objekte umsetzen und entwerfen will in einer Qualität, wie wir es jetzt gerade gesehen haben.
Ich schaue mal in den Chat. Ui, muss man ja doch noch mehr fragen. Eine Frage, die mir auch aufgefallen ist, die du teilweise schon beantwortet hast. Du hast fast bei jedem Projekt von in der Mehrzahl gesprochen. Ja. Aber nur einmal erwähnt. Den Lampenmacher. Den Licht, also mit wem arbeitest du da denn zusammen und wer ist dann mit diesen Wirs immer gemeint? Also als wir, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Gewöhnungssache, aber es spricht schon sehr auch über meine Art zu entwerfen. Ich bin zwar alleine im Büro, da vielleicht noch ein paar Sätze zu, wie ich arbeite und wie die Struktur ist. Ich teile mir das Büro im Wiener zweiten Bezirk mit, wir sind 5, 6 Leute im Büro. Wir kennen uns alle noch aus der Angewandten. Die meisten, es sind Architekten, Künstler und jeder arbeitet in ziemlich interdisziplinär. Also wir haben und wir tauschen uns viel aus. Wir machen teilweise Projekte auch zusammen. Dadurch stützt sich jeder auf die Fähigkeiten des anderen und auch auf das Netzwerk des anderen. Und so sieht meine Bürostruktur aus. Wenn ich von wir spreche, spreche ich eigentlich von mir und dem Hersteller. Meine Arbeiten, vor allem die ihr jetzt gesehen habt, die entstehen eigentlich immer im konstanten Austausch mit der Firma. Und das ist ganz wichtig, um auch am Ende ein Produkt zu haben, das auch unverkennbar die Sprache und perfekt zu dem Hersteller passt, für den es entworfen wurde. Ich habe mir ein bisschen auch einen Namen gemacht, dass ich so arbeite und aus dem Grund konnte ich auch nach Lohmeier, nach Wittmann und auch Tonet für mich gewinnen, weil die eben im Designer auch einen Dialogpartner suchen. Weil Design ist immer auch das Ergebnis von einem Dialog, sei es technisch, sei es von der Produktkultur her und sei es auch vom DNA. Das ist bei Traditionsunternehmen oft ganz schwer, sich mit einem neuen Produkt am Markt aufzuzeigen, wie die Zukunft aussehen kann für einen Hersteller, der eigentlich die letzten 100 Jahre, keine Ahnung, im Falle von irgendwelche Klassikern, Losbecher produziert hat. Und deswegen sage ich, spreche ich meistens von wir. Ich habe mir das angewöhnt und es ist auch so und es hoffentlich bleibt es auch so. Ja, danke. Jetzt ist alles klar. Ich bin da jetzt auch, also wenn es noch Fragen gibt, bitte in diesen F&A-Chat hineinschreiben. Ich werde jetzt ein bisschen auswählen, weil manche Fragen wurden meiner Meinung nach ja schon beantwortet, auch von deinem Vortrag. Was ich interessant finde, ist eine Frage, die höchstwahrscheinlich von einem Studierenden kommt. Wie sind die ersten Aufträge? Moment, wie sind die ersten? Jetzt habe ich die Zeile verloren. Wie kommt man zu den ersten Aufträgen? Ja, wie bist du zu deinen Aufträgen gekommen? Ja, also das ist jetzt falsch formuliert, aber ja. Klar, das wusste ich gestern schon, dass diese Frage kommen wird, weil das ist einfach die Frage, die jeder Student sich stellt. Die ersten Aufträge kommen nicht, die sucht man sich. Also grundsätzlich ist es auch nach wie vor, suchen wir uns potenzielle Partner, mit denen wir gerne arbeiten möchten, potenzielle Hersteller. Und es ist auf ganz verschiedenen Wegen. Man fängt ja schon auf der Uni an. Man hat ja auf der Uni schon so quasi
kleine Aufträge, das sind die Semesterprojekte. Und aus diesen Projekten heraus entsteht ja schon auch eine Art zu entstehen, gewisse Interessensfelder oder Themen, die man, bei mir waren es die Möbel oder reine Produktkultur. Ich habe gemerkt, das ist eine Welt, die, wo ich meine handwerkliche Expertise, wo ich meine Materialkunde und so weiter, wo ich das gut anbringen kann. Manche sind konzeptionell stärker, dann werden es andere Hersteller sein, wo sie ihre Konzepte zum Optimieren von gewissen Abläufen oder was auch immer präsentieren. Die Messen, also ganz konkret die Frage zu beantworten, die ersten Wettbewerbe und die ersten Besuche auf der Möbelmesse, das Ansprechen von Firmen und so weiter, so sind die ersten Aufträge. Einfach mit den eigenen Ideen und mit der Motivation, Leute zu begeistern und die dann auch Lust haben, mit einem aus diesen Ideen ein Produkt zu entwickeln. Im Prinzip funktioniert das so. Ja, das deckt sich ungefähr mit meinen Erfahrungen. Ja. Das ist auch etwas, was ich, wenn wir ins Gespräch kommen mit Studierenden, auch so in dieser Form, ja. Es ist einfach so, dass dieser Beruf setzt eine wahnsinnige Leidenschaft voraus, weil es ist, da kann man gleich dazu sagen, es ist wahnsinnig schwierig, am Anfang Firmen zu finden, die an einem glauben. Man kann es eben auch schwer verstehen, warum das bei einem nicht klappt und beim anderen schon. Man tendiert oft zu glauben, man ist schon weiter, als man ist. Das kann ich einfach aus eigener Erfahrung und rückblickend weiß ich, dass, warum gewisse Sachen nicht geklappt haben und warum es bei anderen geklappt haben und so weiter. Also viel Leidenschaft, viel Geduld und sich auf ein paar schöne Durststrecken vorbereiten. Ja. Da muss ich jetzt schon noch was drauf sagen, auch weil ich meine, du vertrittst natürlich ein ganz bestimmtes Profil eines Designers, das ist dir auch bewusst. Ja? Du bist sozusagen auch der Autorendesigner, der direkt Firmen auch braucht als Partner. Ja. Ja? Was wir im Studiengang zum Beispiel auch thematisieren, ist, inwieweit brauchen Designer überhaupt die Industrie, um sozusagen Gestaltung in Produktion zu übersetzen, ja? Im Sinne auch einer handwerklichen Produktion oder kleineren Produktion. Und da gibt es meiner Meinung nach schon Entwicklungen, auch durch Technologien, über die man mal nachdenken kann, ja? Die sozusagen zwar nicht dieses Modell oder diesen Typus des Designers ersetzen, der mit der Industrie kooperiert, sondern einfach erweitern. Mich würde schon interessieren, also es ist, und es ist wichtig, ja, dass man als Designer im Studium und in der harten oder auch weniger harten Zeit danach wirklich sein Profil findet, ja, und seinen Platz, einfach seinen Platz findet. Ja. Der kann, wie wir wissen, von unseren Kollegen von sozusagen dem Produktdesign bis in die Forschung eigentlich gehen letztlich. Mich würde schon interessieren, was aus deiner Sicht jetzt auch Aufgaben für Designer sind, die sich vielleicht unterscheiden von denen, die noch vor 30 Jahren als Aufgaben der Designer definiert worden sind. Du meinst, inwiefern sich die Aufgaben oder die Anforderungen an den Designer heute unterscheiden von dem vor 30 Jahren? Also ich kann in meiner Branche also setzen die Kunden wahnsinnig viel, die setzen voraus, dass wir 3D-Daten liefern können, die setzen von uns voraus, dass wir den Markt kennen, Konkurrenzprodukte kennen, aber vor allem, wir müssen ziemlich viel vom Engineering schon mitplanen. Also ich muss
mir ernsthaft Gedanken machen und mit Prototypen überzeugen. Also eine Idee am Papier, eine Skizze oder ein Rendering reicht nicht. Die Firmen bekommen, also habe ich damit ein bisschen die Frage beantwortet. Also man muss schon alleine oder im Team ziemlich viel Dienstleistung mitbringen können. Ja, ich gehe jetzt wieder zu einer Frage von einer Kollegin, nämlich der Christine Schweiger. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Die leitet bei uns den Master Architektur und visuelle Kommunikation. Ihre Frage ist, denkst du im Entstehungsprozess deiner Projekte in die verschiedensten Raumsituationen, mit denen diese dann letztlich positioniert werden, mit? Ja, also das geht einher. Also wenn man zum Beispiel, man müsste das als ein Luster, also das fängt schon mal ganz banal an mit der Dimensionierung an. Und wie man sich, oder also im Fall von einem Luster, wie die Dimensionierung oder wie was auch für einen Effekt hat den Raum. Also als Raum würde ich jetzt den Kontext nennen, also den Kontext, wo das Objekt entworfen wird, ist ganz wichtig. Also gerade wenn der muss eben, je klarer der definiert ist, desto präziser kann man dann auch am Objekt und am Produkt Entscheidungen treffen. Das ist beim Stuhl, muss er stapelbar sein, muss er nicht stapelbar sein, muss er outdoor-tauglich sein, muss er nicht outdoor-tauglich sein, ist er gepolstert, für welchen Markt, für welche Firma, wer ist die Zielgruppe, wie wirkt er im Raum, wie wirkt er von hinten, von unten, von oben. Komfort, manche Stühle brauchen den Komfort nicht, den ein anderer Stuhl, aber ganz wichtig ist, ja, also man projiziert die Ideen schon in verschiedenen Szenarien. Gut, und ich glaube, jetzt kommen wir zwei Fragen noch, die letzten zwei Fragen aus dem Chat. Die erste Frage ist, gibt es auch Produkte, die ohne Auftrag eines Unternehmens nicht nur entworfen, sondern auch als eigener Auftrag und oder nach eigener Herstellung vermarktet werden von dir? Ja, naja, diese Lampe, die ihr seht, die habe ich als Kleinserie gestartet und erstaunlicherweise auch gut verkauft am Anfang. In der Zwischenzeit ist ein italienischer Hersteller auf die Lampe aufmerksam geworden und wir entwickeln die jetzt für einen Jänner als Serienprodukt. Und da habe ich gemerkt auch, warum ich die Serie und die Vervielfältigung des Zusammenarbeit mit den Firmen so liebe, weil zum Beispiel anhand von dieser Lampe kann ich euch zum Beispiel genau im Detail erklären, worin sich das Ding unterscheidet. Das Seil hat eine Länge, mit der ich glaube, das ist 3,50 Meter oder 4 Meter das Seil. Wenn ich die an einen Bekannten oder bis 20 Stück verkaufe, kann ich dem Kunde sagen, er kann das Seil abschneiden und mit dem Feuerzeug anheizen. Dadurch ist das Ende vom Seil dicht, also versiegelt. Wenn ich die in größeren Stückzahlen verkaufe, ist das kein Lösungsansatz. Und vor allem, wie lang soll das sein? Ist es 4 Meter, 3,50 Meter, ist es 2,80 Meter, 2,50 Meter? Das heißt, wir haben hier ein Detail zu lösen. Ihr habt es eigentlich ein Problem gelöst, das eigentlich erst aufgepoppt ist, als wir mit dem in den Markt sind oder in den Markt ein marktreifes Produkt entwickeln wollten. Und hier haben wir dann das Gewicht, das hier, also dieses Gewicht ist nicht mehr ein volles Gewicht, sondern es ist eigentlich ein hohles Rohr mit einem Deckel. Und das restliche Seil, das knote ich nur und das wird dann in das Rohr reingestopft. Das heißt, ich verwende, das Gewicht hat sich formal verändert zu einem kleinen flachen Scheibe, zu einem hohen, hohlen,
Körper und das restliche Seil wird zusätzlich als Gewicht verwendet. Und somit muss ich nicht dem Kunde zumuten, dass er das schneidet, erstens, dass er ein Stanley-Messer nimmt, dass er das schneidet, dass er dann mit dem Feuerzeug hantiert und so weiter. Also ja, es gibt gewisse Produkte, die ich ursprünglich selbst vermarkten wollte, aber ich finde, das ist ein anderer Beruf fast, weil da kommt dazu das Packaging, auf Lager produzieren, das Versenden und so weiter. Also kleine Produktionen können sicher ein Anfang sein. Und ja, es passiert halt recht häufig, dass bei Kollegen oder Bekannten, die mit einem Produkt begonnen haben, dass sie dann von diesem Produkt sich nicht mehr weiterentwickeln. Nach ein paar Jahren würden sie gerne mit einem neuen, aber die ganze Infrastruktur ihres Tuns hat sich um dieses eine Produkt gebildet. Und ja, ich persönlich finde es schön, mit verschiedenen Aufgaben und verschiedenen Produkten und Themen mich befassen zu können. Gut, und die letzte Frage noch. Siehst du deine Zukunft oder, also das ist so bestimmt, ich veröffentliche das mal. Siehst du deine oder eine Zukunft als Möbeldesigner in Wien? Gibt es Orte, die du dafür vorteilhafter sehen würdest? Ja, das ist immer so, die Frage, ob man von Mailand aus, es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn man in Mailand sein Studio hat, hat man horrende Mieten, die man sich fast nicht leisten kann und hat eine wahnsinnige Konkurrenz. In Wien kann man schön in Ruhe arbeiten. Die Konkurrenz ist überschaubar, dafür gibt es wenig Hersteller. Grundsätzlich muss man, wenn man aus dieser Leidenschaft einen Beruf machen will oder wie auch immer, muss man sowieso international gehen. Also die Hersteller sind sowieso selten oder in den wenigsten Fällen um der eigenen Stadt. Also es gibt auch wenig Hersteller, die in Mailand direkt sitzen. Die sitzen auch alle um Mailand. Von dem her, ja. Bleiben wir mal in Wien. Bleiben wir mal in Wien und es gibt hier auch genug zu tun. Ja. Gut, jetzt haben wir die ganze Stunde wunderbar gefüllt, finde ich, vor allem mit deinem Vortrag und den Antworten. Ich moderiere jetzt sozusagen ab, bedanke mich beim hoffentlich zahlreichen Publikum. Das werden wir erst erfahren, wie viele Leute da heute dabei waren. Und darf noch hinweisen auf die nächste Woche, wenn wir unsere Online-Lunchtime-Lecture, dieses höchst erfolgreiche Format, das aus der Not geboren ist, weiter fortsetzen mit Tapio Snellmann, einem Architekten und Filmemacher. In der Zwischenzeit alles Gute. Es war mal eine schöne Ablenkung, über was anderes zu sprechen. Als Design. Thema im Moment. Ja. Und von meiner Seite aus schönen Tag noch. Und da, Marco, wir machen dann um 14 Uhr weiter. Okay, super. Danke, Stefan. Danke an euch und dranbleiben. Danke.